Hey Leute, willkommen bei meinem Let's Play Digimon Masters Online. Ja, ich hatte ein bisschen gelevelt. Nicht viel, gerade nur ein paar hundert Level. Naja, das ist jetzt natürlich etwas übertrieben. Moment, zurück. Und Start. Eine Stunde. So, das Game ist heute jetzt mir schon mehrere Male abgestürzt. Ich habe absolut keinen Plan, wieso. Jedes Mal kommt da Error-Nachricht. Und da werde ich offen, also aufgewiesen, wie soll ich sagen, weitergeleitet auf die Homepage. Und ja, mehr passiert eigentlich gar nichts. Und ich habe echt keinen Plan, was das Game jetzt mal wieder für ein Problem hat. Naja. Jedenfalls, ich habe mir jetzt für die 100 AP, die ich jetzt hatte, ein siebenfach Beutel gekauft. Also sieben Beutel waren das. Insgesamt immer einser. Die haben 90 gekostet. Jetzt habe ich nur noch 10 übrig. So, was machen wir denn? Ah, verdammt. Kann hier ja gar nichts mehr ablegen. Okay, ich lege mir den Ring hier ab. Das verkaufe ich. Keramon-Ei. Was könnten wir dann hier noch zur Seite legen? Aha. Ich glaube, mehr kann man jetzt nicht machen. Elecmon-Eier haben wir 5 Stück. Kann man auch nicht viel machen. So, den Rest verkaufen wir jetzt mal. Das Ding hier. Dann das hier. Devil. Diese Character Bound, die mag ich überhaupt nicht. Weil die kriegt man erstens mal seltener als den Rest und man kann sie nicht so mit den normalen stapeln, was ich. Naja. Deswegen schmeiße ich sie einfach weg. Wegwerfen mit dem Müll. So. Level 34. Mein Birdie. Welche Quest machen wir denn? Leomon Tracker. Ich glaube, ich weiß, welche Mission. Ich habe ja vorhin durch diese Daily Items. Moment, ich glaube, das war Cash Warehouse. Ja. Digi Aura. Ich weiß jetzt, was diese Digi Aura bedeutet. Und es ist wirklich extremst geil. Weil man sieht ja diese DS, die verschwindet ja, sobald man sein Digimon entwickeln lässt, also digitieren lässt zu Ultra oder Mega. Jedenfalls, solange man dieses Digi-Aura hat, dann verliert man kein Digisoul mehr. Da hat man immer 100%, egal ob man Ultra-Digimon am Start hat oder Mega. Also, ich habe das auf jeden Fall ausgenutzt. Ich hatte es ja benutzt und das Ding war ja nur für einen Tag. Deswegen habe ich das ausgenutzt und eine ganze Weile gelevelt. Man sieht, ich habe trotzdem weniger Geld, weil ja, die sind extremst teuer, die Sachen, die Heilungstränke, obwohl ich jetzt keine Digisoul-Sachen gekauft habe, diese Vitaminteile, habe ich nicht gekauft, weil ich sie eigentlich nicht mehr brauchte, nur für die Digimon. Und trotzdem habe ich jetzt ziemlich viel Geld verloren. Kann man halt nichts machen. Jump Booster, Gift Glacier, ja. Also das hatten wir da vorhin auch noch bekommen. Was? Dead Center? Hallo? Yokohama, aha. Oh, ich habe gedacht, man kann sich jetzt zu einem höheren Level Ort teleportieren. Naja, kann man halt nichts machen. Okay, dann porten wir uns jetzt, Moment, Western Area, die Farm, Wind Valley. Ich glaube, das war Wind Valley. Ja. Dort haben wir ja unsere Quests. Und eine Sache noch. Wir hatten ja vorhin die ganze Zeit nur Flymon. Wo ist jetzt mein Flymon? Der kann sich ja normalerweise ja nicht weiter digitieren. Ohne ein bestimmtes Item. Und ich habe es gestern durch diese Tages-Items gekriegt. 3 Stück und der hat gerade 3 Stück gebraucht. Der kann sich jetzt zu Ukuwamon digitieren. Auf jeden Fall richtig klasse. Ich habe ihn auf jeden Fall auch noch bis Level 33 gelevelt.
Und ja, der haut richtig schön rein, besonders mit Digi-Aura. Ich möchte euch das gleich mal kurz vorzeigen, vorführen. Jetzt habe ich praktisch zwei Ultra-Digimon. Tracker, Monster. Leomon-Tracker, hier. In diese Richtung. Gut. Und Ultra-Digitation zu. Hä? Wo sind meine ganzen Sachen? Komisch. Wieso sind die auf einmal raus? Das ist jetzt ziemlich seltsam. Wie man sieht, habe ich jetzt ziemlich viel Sachen verloren. Also, erstens mal Heilungsgegenstände und Geld. Und ich habe jetzt auch verstanden, was dieses Intimacy, das ist Vertrautheit zum Digimon. Und 15 ist extremst klein. Ich weiß nicht, wer auf diese Idee gekommen ist, dass man Vertrautheit, also dass die Vertrautheit sinkt, indem man öfter Attacken benutzt. Das ist absoluter Schwachsinn. Weil in Animes benutzen die Attacken wie, was weiß ich, was die fragen nicht immer ihre Tamer und ihre Digimon-Partner. Ja, wie gesagt, diese Digi-Ritter, was sie für Attacken nutzen sollen oder nicht, die machen es von alleine. Und hier verliert man Vertrautheit, wenn man zu oft Attacken benutzt. Wer auf diese Idee gekommen ist, weiß ich echt nicht. Jedenfalls, je größer das Digimon ist, desto stärker ist es. Ich habe leider den Pech, es hat nur 86% von seinem von 100. Ja, kann man halt nichts machen. Ist ein bisschen schwächer als die anderen, als 100% halt. Es geht natürlich über 100%, aber da muss man das Ei halt 4 von 5 oder 5 von 5 schaffen. Und ihr habt ja gesehen, wie schön das gefailt hat. 20 Sachen und gleich einmal richtig und Rest nur Fail. Leomon Tracker, müssen wir nicht ein Item benutzen? Aha. Ah, okay. Man muss es benutzen. Jetzt warten wir ab, bis der Leomon Tracker jetzt kommt. Und das frisst enorm viel DS, wie ihr sehen könnt. Wir haben schon wieder fast gar nichts mehr. Die versuchen wirklich mit allem Geld zu machen, ey. Wo ist denn jetzt dieser Leomon? Hallo? Wir warten auf dich. Ja, schon klasse. Auf der Homepage wird gesagt, dass es 40 Millionen Leute gibt, die das Spiel spielen. Aber wenn man jetzt hinguckt, nicht eine einzige Person. Niemand. Vielleicht liegt es auch an der Uhrzeit. Und ich sehe immer noch kein Leomon. Da will mich wohl jemand trollen, ey. Leomon, wo du bist? So. Irgendein Item muss man auf ihn. Ach, verdammt. So, irgendein Gegenstand muss man bei ihm benutzen. Haha. Und quasi fertig. Sabiramon. Dedimon. Wow. 400 Meter Entfernung. Naja, müssen wir halt zurücklaufen, die eine Quest abgeben und die andere Quest gleichzeitig auch machen. Digitiere ich mal zurück. Das verbraucht enorm viel DS. Das ist ja abnormal. Und man kriegt so wenig Geld von den ganzen Gegnern, wenn man sie besiegt. Vor allem kann man immer nur einen einzigen angreifen. Das ist auch noch ein riesiger Nachteil in dem Game. Muss man immer wieder einzeln und ich krieg gerade mal 68 Byte. Also die Währung. Das kleinste heißt ja Byte. Denke ich mal. Das größte ist Terabyte, glaube ich. Ah, verdammt, jetzt sehe ich. Wizardmon Leader, hui. Glaube, hier müssen wir die Quest abgeben. Jupp.
Complete. Beendet. Dann wollen wir mal weiter. Ich habe gestern die ganze Zeit gegen Gatomon gekämpft und ich wollte eigentlich gegen Gatomon und Kyubimon, ich wollte eigentlich Gatomon-Ei finden, aber aus irgendeinem Grund habe ich kein Gatomon-Ei bekommen, sondern Black Gatomon. Da ich keinen Plan wieso. Entweder die Gatomon droppt kein Gatomon-Ei oder Salamon, wie auch immer. Oder ich habe die ganze Zeit einfach nur Pech gehabt. Von Black Gatomon wird ja zu Lady Davymon, glaube ich. Und zwar nicht das, was ich haben wollte. Ich wollte Angewomon. Aber sie hat ja auch noch Mega und Burst Digitation, glaube ich auch. Davymon Leader. Defeat Davymon. Bam. So, und ich habe auch rausgefunden, man kann hier Skill Level bis 15 und manche Digimon haben nur 2, manche Digimon haben 3 Attacken. Und das guckt man am besten unter Digimon Wikipedia, also es gibt eine extra Wiki-Seite von Digimon und da kann man nachgucken, welche Digimon welche wie viele Attacken erlernen können. Und daher ist es ja auch vom Vorteil, wenn man das vorher weiß und ja, ob man jetzt aufspart die ganzen Skillpunkte für die dritte Attacke oder man benutzt es auf die zweite. Wenn man nicht weiß, wie viele Attacken da hat, dann ist es ein, naja. So wie vorhin, ich hab's ja nicht gewusst. Soll ich die Punkte aufsparen oder benutzen? Jetzt weiß ich's. Wie gesagt, keine Attacken benutzen. 15 Vertrautheit. Ich weiß auch nicht. Wer auf diese Idee gekommen ist, ey, das ist... Man findet nur echt keine Worte für sowas. Sabiramon. Wo ist der jetzt nochmal? Naja, das ist ja dieser komische Vogel da. Birdramon. Ich finde Birdramon sieht cool aus. Hahaha. 86%, so ein Mist. Leider keine 100. Das heißt, dass unser Digimon, der Kunemon, etwas schwer schwächer ist, als eigentlich sein sollte. Also mit 100% halt. Und soweit ich mitbekommen habe, je höher Vertrautheit, desto stärker wird auch pro Level, glaube ich. Irgendwas sowas ähnliches habe ich gelesen. Oder es gehört auch mit der Größe auch noch zusammen. Irgendwas hängt ist da, ja. Etwas komplizierter. So wie im Anime halt. Je größer die Viecher sind, desto stärker sind sie auch. Was man bei Piximon das aber nicht sehen konnte, es war ziemlich schwach, aber ziemlich stark. Er gesagt, ziemlich schwach, ziemlich stark, ziemlich klein, aber ziemlich stark, meine ich. Rele, schon wieder mal Müll. Wow, 5 Stück schon besiegt. Und die Quest ist fertig. Nichts fallen gelassen. Und ja, wir können gleich mal die Quest hier abgeben. Boah, das hat gerade richtig schön geleckt. Boah, das leckt ja richtig heftig. ...15 FPS, was zum Henker war das? Ah, kann glaube ich daran liegen, wegen dem Wochenende. Dass da mehrere Leute drin sind. Zum Beispiel bei Terror Online, da konnte man das echt fast beinahe vergessen, das zu zocken. Besonders am Wochenende, als Terror Online halt gerade kostenlos wurde.
Da gab es so viele Leute, gerade diese ganzen Leute, die das Spiel angetestet haben. Boah, das war ja echt übel. Welche Quest haben wir jetzt angenommen? Parzwachs, ich denke mal, das. Nein, das war's nicht. Blossomon. Okay, welche Quest war das jetzt? Ah, verdammt, hätte ich jetzt gelesen, welche Quest sie jetzt bekommen haben. Ah, na super. Event. Naja, egal. Was ist das jetzt für eine Kyubimon? Aha. Irgendwann, naja, wenn die Quest dann doch wieder kommt, dann wird sie uns bestimmt schon wieder hierher führen. Immer wieder draufklicken, richtig heftig. Besonders leckt es am schlimmsten in diesem Bereich hier. Das ganze Wasser ist. Deswegen sollte man wirklich eine Option einfügen, dass man Wassereffekte komplett ausmachen kann. Weil ich eigentlich ein Gamer-PC habe, aber manchmal spackt es trotzdem. Die Internetverbindung ist trotzdem leider nur 16.000. Und 16.000 ist ja, zu wenig. Eismorn. Eismorn wieder. Cubimon. Bei den Cubimon habe ich gestern die ganze Zeit gelevelt. Aber nicht bei denen hier, bei den stärkeren. Die sind ja gerade mal Level 26. Und 26 ist, naja, etwas zu klein. Ich habe gegen Level 32 und 34 gelevelt. Das war ein bisschen weiter weg von hier. So, irgendwas, das müssen wir jetzt hier. Ah, da ist der Energy Bill to Hawkman. Bird Digimon, take it to Hawkman. Okay. Dogimon, wo ist jetzt das andere? Kyobi? Ah, dammit. Gleich meine Quest abgeben. Da haut er richtig schön aus und trifft nicht. Nice. Er hat gesagt, holt da richtig schön aus. Haha. Ex-Wemon. Eines der absolut stärksten Digimon, die es am Ende gibt. Also, das ist am Ende stärker. Das kann ja zu Imperialdramon werden, und das ist extrem stark. Ex-Wemon. So. Ja. Anders hinsetzen. Gut. Machen wir mal die Quest mit dem Blossomon. Blossomon, der ist, ah, okay, 700 Meter entfernt, ist in der Farm. Haha. Dogimon. Der erinnert mich irgendwie an irgendwas. Irgendwo habe ich so einen ähnlichen Hund in irgend so einem Zeichentrickfilm gesehen. Ich weiß es aber nicht mehr in welchen. Irgendwas war da. Crystal of Ego?
Komisch. Muss ich ihn nicht doch verprügeln? Irgendwas war doch da mit der Quest mit Jamie. Bam. Seht ihr nur ein B? Das ist doch lächerlich. Mit dem kann man gar nichts machen. Das ist, glaube ich, sogar noch wegen Levelunterschied. Und die Heilungssachen, die kosten... Naja. Ihr werdet es ja auch gleich sehen. Manche Sachen sind ziemlich teuer. Deswegen sollte man wirklich weniger Skills nutzen. Elf Verteidigung. Haha. Und unser Insekten-Digimon, wenn es zu Ultra wird, hat auf jeden Fall mehr Verteidigung als die anderen. Als mein Vogel-Digimon. Ich glaube, der hat mehr. Nicht viel, aber auf jeden Fall etwas mehr. BEB. Okay. Wir sind jetzt an der Farm angekommen. Moment mal. My Festival Coin. Okay. Man braucht auf jeden Fall mehr davon. Gyarados. Haha, Gyarados. Hat eine gewisse Ähnlichkeit. Oh, das ist doch der eine da. Aus dem Anime. Der sollte, glaube ich, sogar ziemlich stark sein. Ich glaube, der ist mindestens mega. Ja, Blossomon ist nicht weit entfernt. Hier ist Blossomon. Sieben. Jetzt wird es auch ein bisschen schneller seine Teile kriegen. Erfahrung für den Skill. Ah, super. Na toll. So, komm mal kurz schnell hierher. Der hat schon wieder keine Heilung, ey. Das ist ja extrem nervig, dass die Teile immer rauskommen. So. Bam. Ein Rookie gegen Champion. Wer gewinnt? Rookie. Der Champion wird gerade so auseinandergenommen. Boah. Bam. Ingredient. Ah, Blossomon, die Quest ist ja schon fertig. Jupp, jupp, jupp. Dann gehen wir mal in die Stadt. Er hat gesagt Dorf, weil für die Stadt ist es eindeutig zu klein. Eine Kamera. Das heißt, wir müssen es auf irgendein Digimon nutzen. Wir nehmen es ein bisschen gleich mal mit. Boom. Gut. Monsteremon. Der muss irgendwo hier in der Nähe sein. Ah, hier. Dahinter.
Varum und Seemund. Und Seemund, wenn ich besser als Varum und Seemund, der ist, glaube ich, böse, der Baro. Ich hätte den ziemlich gerne in dem Digimon-Game auf PlayStation 1 gehabt. Der Munzer Emon, der war ziemlich stark. Ja. Gut. Ultradigitation. So, jetzt hat richtig schön Dresche gegeben. 27 Verteidigung hat er jetzt. Bam. Sieht schon mal ganz anders aus, ey. Rookie. Vergleich mit dem und seht ihr schon fast besiegt, ja, mit dem Skill halt. Das Viech ist auf jeden Fall ziemlich gut. Also nicht übel. Tja. Oh, schon wieder, ey. Das ist so nervig, Mann. Und Quest fertig, man muss da dreimal auf das Viech benutzen. Monzaim und Leader. Wow, der reitet aber ziemlich schnell. So oft wie ich Skills benutze, wird es wohl niemals über 15 steigen. Wer ist nur auf so eine bescheuerte Idee gekommen? Ich glaub's nicht. Und je mehr Schaden das Digimon nimmt, desto... ja, schlechter ist es. Das Problem jedoch ist, wenn man keine Attacken benutzt, dann nimmt er auch mehr Schaden. Weil es länger dauert, um ihn zu besiegen. Oh Mann, das ist so bescheuert gemacht. Das ist... nein! Oh. Bam! Puppen-Digimon verprügelt. Boah, 420. Ich hatte schon mit meinem Birdie über 1000 Damage geschafft zu machen, ey. Das ist einfach nur geil. Richtig schön kritisch reingehauen. Tja. Und die Quest ist gleich fertig. Fertig. Quest Bennett. Ohne Digi-Aura ist es echt extrem kostspielig. Dass man den die ganze Zeit entweder digitiert oder während der digitiert ist rumläuft, ich weiß nicht, was davon mehr Geld verbrauchen würde. Und eine neue Quest. Cold Rock. Okay. Freegimon. Oh, verarschen. Äh,
Okay. Wo habe ich die Dinge überhaupt hier? Haben wir schon eins benutzt? Noch eins. Noch eins. Mart Freeman. Kann ich auch auf dieselben nutzen? Nein, schade. Da müssen wir noch einen finden. Oh, das ist ja enorm, wie viel DS das verbraucht hat. Wir haben schon wieder keins. Gerade mal 2, 3 Minuten, ey. Versuch eine Quest zu machen und schon. Boom, hat er sich zurückentwickelt. Hier kann man das ja nicht einmal nutzen. Hallo? Vielleicht gibt es hier noch einen. Gucken wir gleich mal auf die Karte. Ja, du bist unwichtig gerade. NPC, Matt Frigimon, 1, 2, 3, 4. Okay, wir haben 3. Das heißt, das vierte muss irgendwo hier sein. Das 1, 2, 3. Gut. Gucken wir mal, wo das vierte ist. Nein. Das ist es definitiv. Ah, da hinten. Bam. Und eine weitere Quest fertig. So. Pieces of Cards. Serverumon. Den verprügeln wir gleich mal richtig ordentlich, ey. Immer noch 15. Ich sag ja, das wird niemals steigen. Weil ich einfach zu oft Attacken nutze. Und zu viel Prügel einstecken muss. Serverumon. Bam. Bam. Richtig nice verkloppt. So, ich glaube, ich benutze es einfach mal. Ich hoffe, dass morgen wieder eins zur Verfügung gestellt wird. So. Und Ultra-Digitation. Oh, Baby. Gib ihm. Wir haben 70 Punkte. Das ist so klein, die Schrift. Man erkennt fast gar nichts. Ich habe selbst mit der Brille erkenne ich es kaum. Das Interface könnte man doch wenigstens größer machen. Aber man kann es nicht. Schade eigentlich. Bam, besiegt. Mal sieht 10. Ich bekomme sogar dazu mit Digi-Aura. Anstatt zu verlieren. Das ist sowas von awesome. Und wenn man keine Skills nutzt, dann benutzt man überhaupt keine Digi-Soul-Items mehr. Angriff fast 400. Immer noch zu wenig. Ui.
Und der Doggymon, der wird zu diesem Digimon, also der digitiert sich zu dem hier. Ich glaube, das heißt ja dann, dass diese Cerberamon ja dann Ultra sind. Boah, Kunemon ist ja schon voll verbrüllt. Wow, die Quest ist fertig. Sehr schön. Jetzt machen wir mal Gatomon. Was? Was? Was ist das denn? Jetzt komplett verarschen. Hier habe ich auch eine Weile gelevelt bei den Gatomon. Und ich sollte unbedingt sein Ei haben. Angewomon ist eines meiner Lieblings-Digimon. Wollte ich unbedingt haben. Gib ihm schön Saures. Hey. Haben wir schon wieder eine Kamera? Irgendjemanden müssen wir wieder fotografieren. Okay, auf Gatomon funzt es nicht. Vielleicht Lieder. Wollen wir es mal austesten? Nein, funzt nicht. Was ist das denn? Bam, Bates. Wow. Und nochmal. Sehr schön. Hä? Ah. Lalamon. Die Champion-Digitation von Lalamon. Lala. Meine Güte. Hat man wirklich nur zwei Lieder verprügelt? Okay. Jetzt sind's frei. Ah. Bam. Wir brauchen tun noch Lieder. Verprügeln. Oh. Ja, verprügelst du jetzt mal. Ach, du dummes Viech. Gib ihn jetzt endlich Dresche. Er will mich jetzt verarschen. Ist der jetzt außer Reichweite gewesen oder wie vom Spawnort oder wieso hat er jetzt nicht angegriffen? So, Datum und Lieder. Level 33. Einen Lieder bräuchten wir noch. Bam, bam, boah. So, jetzt verbringen wir nur die normalen Gatomon. Ja, von wegen normal. Der Liederling. Oh Gott, ey. Okay, nicht kämpfen, nicht kämpfen. Meine Fresse war das gerade. Fast gestorben, unser Digimon, ey.
Angelina. Und weiter. Nein, wir kämpfen auf keinen Fall gegen den Leader. Wollen wir den nicht mehr brauchen? Boah. So, jetzt nur noch ein ganz normales Gatomon. Und eine weitere Quest fertig. Gut, dann wollen wir mal schauen, was haben wir denn hier? Gatebard Box. Ah, das ist die Quest. Cerberaman. Ah. Okay. Ich schätze mal, das muss ein Leader sein. Die Quest ist fertig. Und gleich hier gegenüber ist ja noch eine Quest gewesen. Gucken wir gleich mal, was das für eine ist. Okay, mal gucken, was ist das für eine Apply Energy Pill? Ice Davymon, ich glaube, das war's. Okay. Oh Gott, das ist ja schon wieder so eine riesige Entfernung. Okay. Dann machen wir sie eben später. Ich möchte erstmal diese Quest hier abgeben. Und unser Digisoul ist voll! Obwohl wir mit dem Ultra-Digimon die ganze Zeit rumlaufen, das ist einfach nur awesome. Das ist richtig cool, finde ich. War hier nicht irgendwo das Dorf? Wow, das ist ja noch weiter. Diese Blossomon, die sehen ein bisschen aus wie Küsschen aus Final Fantasy. Eine gewisse Ähnlichkeit haben sie. Das. Ich glaube, der Typ ist es. Return Egg. Wow, gerade mal zwei Stück. Hat wirklich... Oh, drei. Dafür haben wir jetzt sogar schon ziemlich gut Geld verdient. Cast per Item. Hammer. Ah, hier. Ich dachte jetzt schon, wir hatten jetzt fast gar keine Eier mehr. Wow, doch kauft eine 800 Seals. Mein, wow. Da hat doch jemand wirklich ziemlich viel Geld. So, erstmal richtig schön sortieren. Dann benutzen. XP. Wow. Und blaue Boots, Schuhe, die wir nicht brauchen. Wir haben schon welche. Gut, die nächsten. Wow, das sind sogar zwei Quests fertig gewesen. Drei Quests. So. Oh, schon wieder.
Ziemlich, harte Quest, ne? Einfach auf die anklicken und die stehen direkt neben dir. Ja, ziemlich entspannt eigentlich, solche Quests zu machen. Und dafür kriegt man 3000 Experience. Ist ja auch kein Wunder, weil es so easy war. Gut, die nächste Quest. Leomon Chaser. Der war doch hier irgendwo. Oh. Da kann man sich auf die Quest nicht verlassen. Deswegen macht man hier und sucht den Leomon. What the heck? Der ist ja hier. Ha, da hinten. Oh, der ist aber ziemlich weit weg. Ich glaube, dieser Leomon Chaser ist auch ziemlich stark. Warum uns Leomon? Du böses Viech. Was? Nein. Nicht angreifen. Aha. Ha, Leomon Chaser. Hazard. Gib ihm. Bam, bam, bam. Sehr schön und weiter. Someone weak point. Und wir sammeln richtig schön die Sachen ein. Oh, was? Jetzt schon? What the heck? Wir haben trotzdem... Wow, immer noch... Hier, viel Spaß. Ziemlich großes Digimon. Piece of Black Tower. Quest-Item? Haben wir nicht diese Quest schon fertig? Naja. Und Skill! Boah! Es hat reingehauen. Prozente. Leider ändern sich seine Werte nicht für die kurze Zeit. Aber hätte man jetzt wirklich 190% so ein Digimon, der wäre jetzt um einiges stärker als mit den 86%. Der wäre mehr als doppelt so stark. Nee, das wäre jetzt natürlich, glaube ich, übertrieben, aber der war auf jeden Fall... Seine Werte wären um einiges höher. Bam. So, was hat denn der? Ich glaube, der hat noch nichts gedroppt. Wir müssen nochmal verprügeln. Und Skill! Quest fertig. Evelyn. Take a picture of Gatomon, leader. Gatomon. Oh, was ist das? Was soll der Crap? Funktioniert das auch so, wenn ich mach? Mach mal. Ja, so funktioniert's komisch. Ah, Moment. Okay. Das Ding ist auf jeden Fall im Eimer. Gatomon! Diese süße Meats. Wieso gibt's nicht das Kalumon hier? Kalumon, das ist so extrem süß. Das hätte ich wirklich ziemlich gerne gehabt, hä? Aber ich glaube, das kann man gar nicht haben. Weil es überhaupt nicht gibt in dem Game. Schade. Bam, bam, bam. Fotografieren. Fertig, was ist das denn? Experience Equipment.
So, dann gehen wir mal knallhart die Quest abgeben, ne? Einmal ganz normal heilen und warten wir das. Hä? Naja, dann eben nicht. Das Dorf muss hier sein. Nope. Ich kenne euch, Leute. Wir wollen nur in die Gruppe, aber Conversation kennen sie nicht. Vor allem nicht bei so einem Namen, ey. Wer gibt sich schon solche Namen? Unglaublich. Superkeks erreicht Level Max. Superkeks erreicht Rang 1 von 1 Million Leuten. What the heck? So, Experience. Boah, Moment. Da fehlt doch noch eins. Boah, nee. Leomann. Wir müssen da noch einen Leomann. Ah, also, noch ein Item von ihm bekommen. So habe ich das nicht gleich gesehen, ey. Gardemon. Apropos Leomann, wo ist denn der überhaupt? Ah, Mann, ey, komm, diese kann's echt vergessen. Braucht man erst gar nicht hingucken. Das ist so für ein. Ja. Piep. Leomon Chaser. Hier hast du. Und geht. Bam, bam. Das ändert sich überhaupt nicht, egal ob ich Skill benutze oder nicht. Yay. Kann ich jetzt mal was droppen? Wir brauchen ein Item von dir. Yay! Strike Drummer. Wo ist der? Hier jemand farmen. Yep. Der Ort ist auf jeden Fall schon mal richtig. Geben wir gleich mal die Quest ab. Can you help me level? Der hat Wemon. Wow, der ist ja um einiges kleiner, das Level als ich. Möchte wohl leveln, aber wir machen Let's Play, deswegen ist es, sonst wäre es ja überhaupt kein Problem. Könnte man natürlich noch ein bisschen so in die Gruppe mitnehmen, aber da wir ja ein Let's Play machen. Ace Call. Und Skill. Strike Dramon. Naja, der Name ist echt nicht übel. Nein, jetzt sind die ganzen Viecher weg. Jetzt kann man wieder warten. Also der Respawn von manchen Digimon ist wirklich extrem lang. Immer warten. Hallo? Ist die Digi-Welt jetzt ausgestorben oder wie? Da hinten ist ja einer. Und bam, bam. Boom, gleich mal vor hier.
Ach, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, ey. Was ist denn das für ein extrem lange? Oh mein. Hallo? Wo sind die Viecher? Nee, oder? Kann man ja halber einschlafen, ne, bis die Viecher respawnen. Hammerharte. Aha, hier sind noch welche. Warum uns ja immer ein Leader? Wow, 16, hammerhart. Spectre Mann. Okay. Nächste Quest ist fertig. Ich glaube, wir haben sogar jetzt zwei Quests fertig. Ich glaube, diese Warmon, yep. Diese Quest ist auf gar keinen Fall hier in der Nähe. Digicore? Monster Emon. Wow. Boah, Greymon. Ein richtig cooles Digimon, finde ich. Oh, jetzt will er uns wieder mal zwingen, außen rum zu laufen. Nein! Ich glaube, ich hole mir gleich Popcorn, solange die am Laufen sind. Knallhart. So, richtig schön Kaffee trinken. Dauert nicht mehr lange und wir sind bald Level 22. Mein nächstes Ziel ist auf jeden Fall, Kesha auf Level 25 zu bringen. Da wir ein anderes Gebiet nicht besuchen können, da muss der Tamer Level 25 sein, mindestens. Sonst kann man da nicht rein. Und das will ich auf jeden Fall noch machen, irgendwann mal. Bam. Und den nächsten. Und Skill. Bam. Boah, ey, das Skill ist so awesome. Digicore hier. Wir besitzen bereits ein Gigicore. Bam! Target is out of sight. Ja, steht direkt vor ihm und der Wolle will er mir sagen, ist außer Reichweite. Okay. Gerade mal zwei Schritte vor. Das ist doch echt. Will das Game mich jetzt richtig trollen, ey. Wow, was ist das denn? Ich glaube, dass die hier so blau angezeigt. What the heck? Yay! Eventquests haben wir auch schon bald fertig, wie es aussieht. Und Skill! Und hier könnt ihr gleich den ersten Skill sehen, der jumpt einfach nur hoch. Bam! Und Skill! Und nochmal! Bam! Wollte mich veräppeln, muss ich da jetzt.
Monster Emon, entwaren Monster Emon. Da hätte ich doch nicht weglaufen sollen. Ich soll echt mal lernen, bis zum Ende zu lesen. Jo, wir haben wieder keinen Platz. Boah. Was werfen wir denn weg? Ja, diese Schuhe hier zum Beispiel. Sie haben keinen Platz mehr für diese Item. Dann nutze ich eben das. Und Skill. Digicore, 2 Stück. Ich müsste echt mal bald Heilungs-Items kaufen. Oh Mann, diese doofen Lieder, die nerven. Siebzehn. Hä? Was? Oh, schon wieder kein Platz. Das kann doch gar nicht wahr sein. Wow, die Stunde ist ja schon um. Und den nächsten gleich vermöbeln. Gib ihm! Verdammt, wir können es nicht einsammeln. Sehr schön. Boah, ey, das kann echt ewig dauern, bis wir diese ganzen Digicore haben. Ich verklopp, glaube ich, jetzt nur noch den hier und dann geht's zurück einkaufen. Ins Dorf. Nee. Nerv mich jetzt nicht, Digimon. Frigimon! Und da wäre unser Part auch gleich zu Ende. Aber richtig. Oh Mann. So, da hätten wir sogar noch eine Quest fertig. Aber Merkant, wir gehen auf jeden Fall zuerst mal zu dem Töpfen hier. So, dann gucken wir mal, was haben wir hier. Das ist das Leben 40 bis 50, das brauchen wir nicht. Geschwindigkeit 1 bis 2? Nein. Haben wir da nicht noch irgendwas gehabt? Ah ja. Nochmal das gleiche, Speed. So. Jetzt reden wir mit dem Dorten hier. 300 für 12 Stück. Sehr schön. Scan Digi-Egg. Boah, wie teuer das ist. Das ist ja abnormal. 345. Da muss ich hier über 5 Stück bis 7 Stück von denen verprügeln, um überhaupt viel Geld zu kriegen. Nicht sogar noch mehr. So, wo haben wir das? Haben wir da nicht noch einen? Ah, hier. Sehr schön, noch eins. Okay, ich glaube, mehr Eier haben wir nicht mehr. 125 bis 300. Nutzen wir gleich mal alle drei. Jetzt das so futtern. Mana-Trank. Und weiß ich stets. Okay, der Beautymon. Wo haben wir den? Den haben wir doch vorhin irgendwo gesehen. Versuchen wir das Item mal auf ihn zu nutzen. Ohne zu lesen. Ah, okay, geht nicht. Weitere Quest fertig.
Jo. Okay. Ich habe auch währenddessen, als ich das gemacht habe, mein Digimon gelevelt habe, hatte ich auch diese Kyubimon-Quests gemacht. Da musste man aber wirklich nur die Kyubimons verprügeln, Items sammeln und Items auf die usen, irgendwie sowas halt. Nicht besonders schwierige Quests, also. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Schönen Tag noch. Ciao.